So, hallo und herzlich willkommen zurück. Die hässlichen Entlein. Da sind wir stehen geblieben. Warte, ich speichere noch. Was ist das? Oh, wie süß. Alle herhören. Alles ist bereit. Wir können anfangen. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eskel, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Es ist nicht sicher, oder? Dachte ich's mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Welche andere Methode? Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von In welchem sind wir im Moment? Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Boah, das zweite, wie frech. Wir sind auf seiner Seite, Jen ist mürrisch. Ja. Was jetzt? Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Vesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Oder einen zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Wow, ihr faulen Penner. Jen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Nun ich, oder nee, wir fragen die mal aus. Wo hast du dich so rumgetrieben, Lambert? Was hast du getrieben, Lambert? Hattest du interessante Aufträge, bevor du dich auf die Suche nach Karadin gemacht hast? Hat bestimmt ein paar Leute gekillt. Stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich. Dieser Riese hat sie also heimgesucht, hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich herausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll. Sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Du hättest den Troll verschonen können. Du hättest den Troll verschonen können. Um Wurzeln zu essen und im Straßengraben zu schlafen? Ich brauchte das Geld. Und dem Troll weint keiner eine Träne. Boah, Lambert. Lasst uns ihm zu Ehren anstoßen. Das ist das Mindeste. Das ist so ein Lappen, ey. So, Eske, der ist ja netter, ne? Hast du vielleicht was zu erzählen? Wohin hat es dich verschlagen, Eske? Nach Aldersberg. Hab einen höheren Vampir gejagt. Ohoho, gefährliche Hurensöhne. Und Alter, halt's Maul. Meiner hatte eine Vorliebe für junge Frauen aus gehobenem Haus.
So wie ich. Deine Fantasien interessieren keinen, Lambert. Aber der Vampir. Selbst ich würde gerne wissen, wie du es angestellt hast. Mein Kunde hat einen Maskenball für die Wohlhabenden der Stadt gegeben. Um den Vampir anzulocken. Ich war auch da, verkleidet. Ich sag euch, so viel Erfolg wie an dem Abend hatte ich bei Frauen noch nie. Hast du den Vampir erwischt? Was ist aus dem Vampir geworden? Ich hatte eine Abmachung mit einer jungen Alchemistin. Hat sich zugedröhnt. Fistech, Wodka, magische Pilze. Der Vampir hat sie im Garten gefunden und gebissen. Der Kampf war reine Formsache. Ein modernes Märchen zum Thema Völlerei. Und der Alchemistin geht es gut? Ja, hat etwas Blut verloren. Aber schlimmer war der Kater. Hat einen Monat lang nur Gurkensaft getrunken. Okay. Nun ich. Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Yen gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Schon wieder, hat er, ne? Etwa schon wieder die falsche Gefühle? Ja, ja. Oh, nee. Ach, apropos Lord. Alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Boah, wie ekelhaft, Mann. Das erste nehmen wir nett, oder? Was nehmen wir da, Alter? Nehmen wir das zweite, ja? Ich habe gerade von Uma gesprochen. Wie Yen wir guckt, haben Alter. Über Uma gesprochen, oder? Die Nacht ist noch jung. Wie die guckt. Wir haben genug Zeit, über alles zu reden. Lambert, nicht witzig. Gut. Sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann, Yen. Was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Wir killen den wahrscheinlich. Also das wird sie sagen. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Nicht reagieren. Tut mir leid. Willst du einen Hexer? Wir beschützen Yen nicht. Das ist eine Cholerikerin, ey. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen, den Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, warum mit redet euch er zu wie trinken. Ein Bandit? Besonders wir sind mit doch Hexer, ey. Aber es ist schon spät. Ehrenhexer, ne? Naja. Anscheinend bleib nur Visi mir, ey. Morgen ist ein wichtiger Tag. Oder nee, also Eskel ist ja auch noch ganz okay, aber... Naja. Wollt ihr nicht hören, oder? Wollen sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskel einen Samuvila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Yen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl.
Also die Samovila. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Das Erste. Du kannst dich entspannen. Jen und ich, wir sind kein Paar. Und wir werden auch nie eins. Ja, das stimmt sogar. Ah, darum war die Frau Zauberin so kreuzbeleidigt. Lambert, lass das. Tut mir leid, Geralt, das war unsensibel. Das wussten wir nicht. Willst du drüber reden? Nein, ich will trinken. Machbar. Ohne weiteres. Ist er kälter als im Arsch eines Eisriesen hier? Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Was? Kommst du gut mit Lambert aus? Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. Also nein. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern. Nicht für uns. Ist gut. Ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor's kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eske. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Nee, wir unternehmen nichts mit denen. Schlafzeit. Also gut, Jungs. Zeit fürs Bett. Jo. Du sprichst nur für dich. Die Nacht ist noch jung, wie ich finde. Aber wir nicht. Und morgen ist ein großer Tag. Na gut. Allein zu trinken macht keinen Spaß. War jedenfalls letztes Mal so. Siehst du, nicht mal du kannst dich aushalten. Gute Nacht. Oh. Verdammt, was für ein Traum. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Ihr hattet wohl einen produktiven Abend. Ja, wir haben über Uma geredet. Bis spät in die Nacht. Dann nehme ich an, hattet ihr noch nicht die Gelegenheit, euch die Balken im Turm anzusehen. Nein. Aber wir schaffen das noch, versprochen. Nicht wahr, Lambert? Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Wesemir, hast du etwas herausgefunden? Wesemir, etwas herausgefunden? Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, hab ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick. Aber nur für einen kurzen Moment.
Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert. Zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Umas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja. Und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Und jetzt? Gut. Und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht? Früher gemacht. Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Okay, ich stelle den Kräuterabsud her. Du weißt nicht, wer in Umas Körper gefangen ist. Wie bist Nein. du also auf diese Maße gekommen? Hab ein paar komplexe Berechnungen angestellt. Zahlen extrapoliert. Ja, sie hat schon alles gesammelt. Du meinst, du hast geraten? Mhm. Was? Ey, Kräuterabsud. Da. Das muss oben sein. Oder auch nicht. Also Absurde sind oben. Ich sehe es nicht. Wasserweib, Bärweib, Björn. Was heißt denn jetzt Kräuter? Heißt das einfach irgendwas? Oh Mann, Leute. Quest. Das ist aber assi, naja. So, zack. Alter, wie sie mir. Kannst du mir das beibringen? Elixiere fertig. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklauextrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, hab ich schon mal gemacht. Eskel, mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Geralt, setze die Ampullen in die Spender ein. Fertig. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. Okay. Sicher, dass die Reihenfolge egal ist? Hat die Bärenklau gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Nein. Aber es liegt alles im Rahmen. Jetzt das nächste Elixier. Okay, das dritte. Hör zu, wir sollten damit aufhören. Dann wird Uma sterben. Höchst qualvoll. Yennefer hat recht. Öffne den nächsten Regler. Okay, Queckensaft verabreichen. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Oh nein. Geralt, das nächste Elixier. Halt, das ist keine gute Idee. Wir sollten damit aufhören. Dann wird Uma sterben. Höchst qualvoll. Yennefer hat recht. Öffne den nächsten Regler. Na gut. Aristiden-Extrakt verabreichen.
Luisi, Kefün. Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... Nice. Eskel, es tut mir leid. Würdest dir was ausmachen? Lappen zu holen? Schon unterwegs. Der hat den Trank ausgekotzt, oder? Oder wo ist das rein? Direkt in den Körper, ne? Kann nicht glauben, was wir hier machen. Ne, durch die Venen oder so. Konntest du aufwischen? Nein, die Probe, wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt? Wir haben keine andere Wahl. Aber natürlich, wir haben nur keine andere Wahl. Jetzt nicht mehr, aber wir waren zu voreilig. Wir hätten... Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Geralt, vielleicht solltest du... Komm schon, Eskel. Ich beiße nicht. Mach's einfach. Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Hey, Yen, du döst ein. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man Schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Ich weiß nicht. Erzähl mir eine Geschichte. Was nehmen wir? Rittersporn? Wir nehmen Rittersporn. Habe ich dir jemals erzählt, wie mir Rittersporn ein Schwert gekauft hat? Lol. Okay, ich bin mal gespannt. Hat dir jemals erzählt, dass Rittersporn mir ein Schwert gekauft hat? War das in Kerat? Nachdem wir uns... entschieden hatten, eine Pause zu machen, ja. Meine Schwerter waren verschwunden und Rittersporn bestand auf meiner Bewaffnung. Also kaufte er mir eine Waffe. Er kam strahlend zu mir. Echter Stahl aus Viroledo. Zu einem guten Preis, das war schon fast Diebstahl. Natürlich zerbrach die Klinge bei der ersten Parade. Er ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Phylakterium vor. Unser Gesicht, alter, herrlich. Novid Sivir! Kanatant! Novid Sivir! Kuale! Arriva! Endir! Nein! Nein! Ich lass das nicht zu! Oh nein! Die gelbe Flasche in meiner Tasche! Mach doch weiter, Mann! Hör zu!
Das ist ein Elf. Avalach. Du kennst ihn? Ja, ein Elf. Ein Elf. Ein Wissender. Wo ist Ciri? Versteckt. Die Nebelinsel. Aber sie ist nicht sicher. Die wilde Jagd. Warte, das ist jetzt eine Hexerelfe, ne? Was will die wilde Jagd von ihr? Die wilde Jagd. Was will sie von Ciri? Ihr Blut. Das ältere Blut. Um das Tor zu öffnen. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Nebelinsel, wo liegt sie? Die Nebelinsel, wo liegt sie? Überall und nirgends. Hör zu, Wissender. Hm. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen. Rwain. Arwain. Sirain. Ins Gellige. Folge ihm. In den Nebel. Beeile dich. Schnell. Ich wollte sie beschützen. Aber der Fluch, die wilde Jagd, hat die Insel nicht gefunden. Bisher. Nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie sie verlässt, werden sie sie finden. Sofort. Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Wird er sich erholen? Wird er es schaffen? Ich weiß es nicht. Nicht alles lief wie geplant. Ich habe den Fluch gebrochen, aber... Die Probe hat in seinem Körper gewütet. Wildzuckende Finger, Pupillen, die nicht auf Licht reagieren. Schon oft gesehen. Zu oft. Die Gifte haben sein Nervensystem dauerhaft beschädigt. Selbst wenn er überlebt. Versteht ihr? Okay, schade. Ich suche Ciri. Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Avalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Das kann euch Yennefer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht, aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Wir werden sie erwarten. Wir werden sie erwarten, mit gezogenen Schwertern. Ja. Ja. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her. Und die wilde Jagd wird ihnen folgen. Sie denken, dass sie uns überraschen. Aber wir werden sie enttäuschen. Wollen wir gegen sie kämpfen? Wir fünf? In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl? Außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie. Hm. Ich werde Verbündete sammeln, oder? Was hast du vor? Und? Was habt ihr vor? Fragen mal. Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Ich werde Verbündete sammeln. Gut. Ich hole Ciri und eure Verbündete an. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die mir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Mhm. Keine anderen. Na gut, Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und grüße Cirilla lieb von uns. Komm bald wieder zurück, Geralt. So. Stufe 21. Gucken wir mal. Okay, mit 22 schalten wir das frei. Dann dürfen wir hier was skillen. Am besten das hier, ne? Fokus.
Oder das für Crit-Chance, Kampfrausch. Ich hab irgendwie, ah, ich weiß halt nicht. Kampfrausch oder Fokus? Naja, egal, das ist für später. Wir skillen, oh nee, warte. Nevermind, wir entscheiden es erst ab Level 26. Weil wir benutzen ja das hier für den Slot. Ist mir gerade aufgefallen. Na dann. So. Raus, raus. Harlach, ja, dir geht's gut, ja. So. Ich sehe gerade, das war's ja schon mit der Folge, Leute. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Lasst bitte ein Like da. Kommentiert, abonniert und passt auf euch auf.